Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations mit Parker, unserem Genossen und der echt hübschen Jill. Mann, Jill, dass du mal wieder so gut aussiehst, das macht mich so happy. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt tun? Wir haben jetzt unsere Ausrüstung. Und nun? Das wollte ich auch gerade sagen. Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier und machen Meldung. Genau, von der Brücke aus sollte das gehen. Ja. Los. Ja, dann haltet jetzt bitte die Klappe, dann kann ich mal reden. So. Also, wir gehen ja. Was zum. Nein, weg. Hier habe ich fest gesessen. Oh, was ist das eigentlich für ein nicht schon. Mit der Gasmaske? Zack. Tschüss. So, also. Hier hat Parker festgesessen. Wir gucken mal, ob wir hier scannen können. Oh, hier können wir was scannen. Und zwar hier. Zack, dankeschön. A Hand Grenade. Sehr nice, sehr geil, sehr cool. Dann wir mal gucken hier, wo ist das? Aha. Da hat jemand das Klo nicht geputzt, nachdem er drauf war. Parker? Parker? Warst du das etwa? So. Was herrlich. Oh, ich liebe das Spiel. Wobei ich ja sagen muss, es wirkt so ein bisschen wie ein Spin-Off. Frag mich jetzt nicht, an was das liegt, aber irgendwie. Es macht zwar Spaß und so, aber das Resi-Feeling kommt hier nicht ganz so zur. Hi! Geltung? Komm schon. Das waren Kopfschüsse. Das habe ich ihm alles in den Kopf gesammelt, aber nichts passiert. Na. Ja, Hallöchen, alles klar? Verzieh dich. So, da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen in dem Spiel, da freue ich mich doch jetzt schon mal drauf. Na. Schön stillhalten jetzt. Danke, und zu Leber werden ist auch richtig schön. Hier gibt's auch was zu scannen, aber wo? Also. Ach so, aber da gibt's noch mehr, da muss noch was. Ah, hier, guck, da ist es ja. Ein Objekt, und zwar ein. Oh, grünes Kraut. So. Hier. Juhu. Hat das gereicht? Das hat gereicht, cool. Erstmal den scannen, dann den scannen. So. Gucken wir mal, ob wir hier sonst noch was finden. Wir müssen ja wirklich alles mitnehmen hier. Alles. Was haben wir hier? Oh, ein Buch. Botanik. Pflanzen mit Heileigenschaften. Ausgabe 3. Seit Menschengedenken machen wir uns die Eigenschaften der Pflanzen zunutze, um Wunden und Krankheiten zu heilen. Ein gutes Beispiel für diese Pflanzen ist ein Wildkraut, die in den Arklay Mountains wächst. Ist eine Wildkraut. Für diese Pflanzen ist eine Wildkraut. Was für eine Wildsau. Das saftig grüne Kraut lindert nicht nur Müdigkeit, sondern unterstützt auch den natürlichen Heilprozess, damit Wunden schneller heilen. Ja, das wäre doch mal was für zu Hause. Ja, so ein kleiner botanischer Garten. Außerdem verfügt es über eine aktive Immunfunktion, die bei Virusinfektionen äußerst wirksam sein kann. Ah, ein Antivirus, ja geil. Seine medizinischen Anwendungsgebiete sind vielfältig, daher kommt es bereits zum Feldeinsatz. Punkt. Toll. Bitte legen Sie sich selbst einen Vorrat mit diesem Kraut an, um sich und Ihre Familie vor der gegenwärtigen Bedrohung durch den Bioterrorismus zu schützen. Also, alle hier mal ein paar Pflanzen zu Hause anpflanzen hier, dann kann man sich vor allem und jedem schützen. Oh, ist klar. Nee, ist okay. Aha, hier. Scheint aber im anderen Raum zu sein. Und zwar hier, ja, danke schön. Oh, Spezialzubehör. Müssen wir da mal nachgucken, was das genau ist? Nein. Parker, geh von der Tür weg. Verdammt, diese Viecher sind überall. Ja, das ist so, ja. Die Tür ist verschlossen. Daneben finden Sie sich einen Kartenlaser. Ein Laser aus Karten. Geil.
So, hier rein. Hi. Darf ich dich mal eben kurz scannen? Hier mit Mikrowellen bestrahlen, bis du platzt. Nein, 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 nein. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Er steht noch. So, jetzt hier. Boah, ich habe gleich keine Muni mehr. Irgendwo haben wir doch noch eine Schrotflinte gefunden, die wir nicht nehmen konnten, weil uns noch irgendein Gegenstand fehlte. Parker, du alter Fressack. Hast schon wieder meinen Truthahn betatscht. Und sag jetzt nicht nein, ich sehe das nämlich. Ja. So, also, haben wir auch gescannt. Das ist scantastisch hier. Wie jetzt? Voll? Echt jetzt? Oh ja. Wir haben schon wieder 40 Kugeln. Also 10 in der Knarre und 30 im Patronengürtel, den sich Chill so lässig, locker, flockig um die Hüften geschnallt hat. Ach, Chill. Ach, Chill. Oh mein Gott, Chill. So, was haben wir hier? Eine Handgranate. So, hier. Geh weg. Geh weg von mir. Nimm Parker, der ist viel schmackhafter als ich. Oh. Ja, nein. Das war nicht okay. Das war total nicht okay. So, was machen wir jetzt? Hier. So, hast du den? Der ist weg, okay. So, scannen. Na, geil. So lobe ich mir das. Wo ist der andere? Hier. So, auch gescannt. Jetzt gibt es ja was sonst noch was zu scannen. Wenn wir mal gucken hier. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, hier. Ach, inmitten der Suppe liegt was. Oh. Pistolenmunition. Ja, kann ich nur immer gut gebrauchen. Ist auch egal, wenn die vom Blut durchnässt ist. Das stört uns kein bisschen. Die wird trotzdem verballert. So, hier. Scan. Ja, hier. Guck. Tatsache. So, zack. Pistolenmunition. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Willst du das bitte unterlassen hier? So, voll. Und ein Heilkraut. Jetzt muss ich aber schießen hier. Schießen. Auf die Knie. Auf die Knie. Na, geht doch. Warum nicht gleich so, ha? So, hi. Hallo, ich scanne dich mal eben kurz. Oh. War eine schöne Pose, die du eingenommen hast, aber für mich ein bisschen zu. Na, wenn du mich fragst. So, tschüss, auf die Knie. Puh, die sind aber ganz schön aufdringlich hier. So, hier, das war das Zimmer mit der Schrottflinte, die so viel Schrott verschießt. Ah, ein bisschen Munition hat sie auch. Hat's. Chill, chill. Danke, chill. Chill, hast du gut gemacht. Danke, chill. So, also hier hat sonst nichts, außer die Schrottflinte, aber da kommen wir noch nicht an. Da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen sollen, tun können. Eventuell vielleicht. Hallo? Oh. Oh, ein schönes Bild. Sehr nice hier. Hallo. Och du meine Güte. Och du meine Güte. Nein. Lasst mich doch alle in Frieden, ich habe euch gar nichts getan. Scan. Scan. Und jetzt peng, peng, puff, peng. Ich schieße auf dich so fallgefälligst rum hier. Und du auch. Nein. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So, jetzt brech dir mal irgendeinen Knochen, egal welchen. Oh mein Gott, der frisst Kugeln wie ich Müsli zum Frühstück. Lass mich. Oh, Gott sei Dank. Hat er sich doch noch in eine eklige Glibbersuppe verwandelt. Ist ja super. So, hier. Ah, da sind wir wieder hier. Okay, ich bin wieder hier in meinem Revier. Irgendwo gibt's was zu scannen. Aber wo? Ich finde hier nichts. Hallo? Sag mal, bin ich doof oder was? Also ich weiß, ja, ist mir auch klar. Danke. Ah, hier. Objekt. Das ich aber nicht nehmen kann. Warum nicht? Wo ist das kleine Kackobjekt denn? Also. Also, Entschuldigung. Das ist natürlich.
ist nicht hier, das ist unter uns. Ja, aber Leute, jetzt hört's aber auf hier. Ja, wenn das unter mir sein kann und über mir und neben mir und was weiß ich wo noch überall. Da hören wir aber auf hier, ja? Ist das... Geht das so mal gar nicht. Ponte, von hier aus müsste es zur Brücke gehen. Ja, dann machen wir auf. Klopf, klopf. So, oh, Munition, meins. Hier gibt es nichts zu scannen. Bisher erstmal nichts zu scannen. Aber wir laufen jetzt trotzdem mit unserem Scanner durch die Gegend. Wobei, also die Tür da hinten, die ist ja zu, nehme ich mal. Können wir schnell gucken? Ein Steuerrad ist abgebildet, das heißt, die ist verschlossen. Ja. Hier hat es noch eine andere Tür gehabt, und zwar die da. Hallo? So, nehmen wir mal. Gucken. Oh. Alter. Parker, schieß doch. Schieß um dein Leben. Oder um mein Leben. Um irgendjemands Leben. Hauptsache, du schießt. Du trägst die Waffe nicht nur zur Zierde. Du könntest auch gerne mal schießen. Gottchen. So, hier gibt es wirklich nichts. Gehen wieder raus. Ich glaube, dann haben wir hier fürs erste Mal einmal eins alles abgesucht. Gehen wir jetzt mal hier Aufzug. So, rein. Parker, ich drück mal Knopf. Brücke, untere Kabinen. Untere Kabinen ist wahrscheinlich unser jetziger Standpunkt. Dann gehen wir mal Brücke. Huch. Und wo ist bitte schon die Fahrstuhlmusik? Schlechteste Fahrstuhlmusik, die ich jemals gehört habe. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ich will nach Möglichkeit diese 30 hier Handabdrücke finden. Oh, da ist was kaputt. Ich habe das nicht kaputt gemacht. Was haben wir hier? Nichts. Und davon ganz viel. Ganz viel nichts. Hier. Ein grünes Kaputt. Ja, danke schön. Hier. Nichts. Hier. Schrotgewehrmunition. Also müssten wir eigentlich das Schrotgewehr mal finden können. Bin auf der Brücke. I'm on the bridge, bitch. Okay, tut mir leid. Hier gibt es auch noch was zu scannen, aber wo? Und wer? Und hier. In den Rohren versteckt. Eine Handgranate. Eine Rohrbombe. Na toll, eine Rohrbombe. So, dann müssen wir hier mal gucken. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Funktioniert das auch? Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört. Wir können den Kurs nicht ändern. Wir sind vollkommen manövrierunfähig. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Meinst du? Ja. Sag uns nicht, dass das der Schlepper war. Mist, wir sitzen fest. Jill! Du zuerst, Parker. Wer zur Hölle bist du? Oh. Nein. Parker, chill. Oh Gott. Wer ist tot? Episode 2. Doppeltes Mysterium. Ende. Ergebnis, Pension. Oh, 90%. Läuft. Läuft total bei mir. Total. Oh, wow. Nein, gesamt nur ein A-Rang. Ach, zur Hölle. Das war wegen den Hunden. Ja, den Hunden. So, speichern mal das Schneekespiel. So, zack.
Oh, freue ich mich darauf, wenn ich das Spiel durch habe. Dann wird Raubzugmodus gesuchtet. Ja. Nein, nicht. Ich will nicht schon. Ja. Dankeschön. Den Raubzugmodus kann ich euch auch noch ein bisschen. Bisher bei Resident Evil Revelation. Oh Mann. Das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war. Das ist eine Falle. Ja, das ist eine Falle. Arsch. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Jill! Wer zur Hölle bist du? Es ist nicht Leon. Es ist nicht Leon.S.Kennedy. Episode 3. Veltros Geister. Oh nein, kommen jetzt noch Geister? Dann wäre es aber nicht mehr Resident Evil, wenn es jetzt noch Geister gäbe. Oh. Vor einem Jahr in Terra Grigia. Oh, da ist er doch wieder. Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Geht das nur mir so oder hat Parker irgendwie so einen weißen Schleier über die Augen? Das aussieht, als würde er, als wäre er schon längst zum Zombie mutiert. Oh. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Ja. Gut. Freilich. So, hier. Zack, das noch und jenes noch. Und dieses. Jessica, und das. Parker, ja, bitte. Ja, ja, die gleich. Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Oh, hast du dir wehgetan, ha? Oh, hast du dir Jessica wehgetan? Jessica, dich sicher in den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. Und wir live so. O'Brien? Glaubst du, das war's? Oh, nee. Nicht, oh, nee. Bastarde vorher erschießen. Oh, nee. Ich weiß genau, was das war. Und ich habe keine Freude daran. Das habe ich verworfen. Ich habe eine Pistole und ein Maschinengewehr. Okay, zumindest etwas. Aber jetzt geht's rund. Oh, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Nein. Tschüss. Tschüss. Ich hab doch hier einen Krauk gesehen. Gut, danke. Nein. Ich mag die Hand an dem Spiel nicht. Die sind sehr aufdringlich. Und da kommen schon wieder mehr. Ah, toll. Aha. Wir können das nicht eindämmen. Nee, die sind noch aus dem Anwesen. Aus dem Einsatz. Oh. Was ist das? Oh. Ich glaube, genau das wollen sie. Ah, oh. Gott, die kommen von überall. Ich muss raus hier. Und zwar lieber gestern als morgen. So, wir wechseln hier mal zu der Waffe. So, hier, komm. Ja. Okay, die Pistole ist doch ziemlich mächtig hier. Also von dem her. Alles klar? Oh, oh. Nein. So, schiebt ab jetzt. Oh mein Gott. Also. Komm her. Ah, Donnerlädchen. Was ist denn hier los? Wer hat die bitte schon zur Party eingeladen? Gut, jetzt müssen wir nur noch zum Helikopter. Ja. Der Zug sollte noch funktionieren. Ja, hoffentlich, sonst haben wir ein Problem. Ich sehe gerade, da drüben ist noch was. Das holen wir uns auch noch schnell.
So, Granate. Ja, und hier, zack. Und wie? Kann ich nehmen? Ich kann nicht mehr nehmen. Ich lasse nur sehr ungern Munition zurück. Na, du. Oh, Panzerglas. Oh, schön, Panzerglas. Hier durch. Wie bist denn du jetzt schon da hochgekommen, bitteschön? Hallo? Oh, warte mal, kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Sie können auch noch klettern? Na toll. Ja, natürlich, hast du die Klauen gesehen? Ah! Erledigst du den? Ich. Zack, hab's schon gemacht. Ist okay. Komm, rein in den Aufzug. Kommt da jetzt noch mehr? Hallo? Nee, sieht nicht danach aus. Okay, dann komm schon. Abflug. Hi, du mit deiner coolen Frisur. Du gefällst mir total. Ich habe reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Wen haben wir ausgezogen? Ich bestelle mir Hummer. Sie will Hummer. Was zum? Ja, wer war das? Hallo? Schon kaputt. Unhöflich. Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Es war so klar, Weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Ich glaube hier lang. Ich hätte es mal gesagt, hier lang. Oh, huch. Lass das. Immer schön ins Gesicht. Dem kleinen Wicht. So, die kann ich ja gar nicht mitnehmen. Ich habe gleich keine Munition mehr für die Pistole. Das wird ja lustig. Ey, bleib mal stehen. Hier können wir rein. Oh. Hier können wir. Ha. Noch mehr Munition? Nein. Oh. Halt. Stopp. Hier, halt. Sitz. Pfui. Aus. So, jetzt. Oh. So, würdest du jetzt wohl bitte... Danke. Schrotflintenmunition. Aber ich habe doch gar keine Schrotflinte. So, wir wechseln hier mal. Irgendwas ist zu Bruch gegangen. Oh, hinter dir! Noch einer! Na! So. Auch die Hand da lösen sich hier auf. Das ist ziemlich merkwürdig. So, gehen wir hier rüber. Und da rein. Nein! Ja! So, einfach mal rein, Granaten um sich werfen, passt. Das ist total Nemesis-Style. Ja. Wohin des Weges? Oh, meins. M3 aufgenommen. So, ja, jetzt rappelt's doch in der Kiste hier. Jetzt können wir doch hier. Ich glaube, ich nehme erstmal doch noch die. Oh. Lass die Finger von Jessica. Du, Jessica, steh mir nicht im Weg, wenn ich schießen will. Also Momentchen mal. Hier hinten haben wir auch noch eine Tür. Klopf, klopf. Okay, scheint empty zu sein. Dafür jetzt noch ein bisschen Munition und Granaten und Heilkräuter und noch mehr Granaten. Und noch mehr Munition. Oh, schön. Wollen wir was lesen? Charter der FBC. Die Federal Bioterrorism Kommission wurde von der US-Regierung als Behörde zur Durchsetzung der Richtlinien des Artenschutzgesetzes ins Leben gerufen. Dieses Dokument liefert einen Überblick über die Charter der FBC und die Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder. Aufgabe der... Tut mir leid, ich habe eine Kröte im Hals. Ich habe einen Hand im Hals. Aufgabe der FBC ist der Schutz der Vereinigten Staaten und ihrer Interessen vor biologischen Bedrohungen. Unsere Organisation arbeitet mit anderen Staaten und ihren jeweiligen Naturschutzorganen zusammen. Oh, Organen. Oh, lecker. Um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Somit ist unsere Aufgabe der allgemeine biologische Schutz der Öffentlichkeit. Ja, jetzt haben Sie den Satz in mehrmals wiederholt und das in verschiedenen... Naja, wie sagt man?
Satzstellungen halt. Egal. Zu den Pflichten aller FBC-Mitglieder gehören Forschung, Ausbildung und Unterstützung aller Mitglieder der biologischen Gemeinschaft. Also alles, was biologisch ist, wird unterstützt, der Rest kann Kokoa bleiben. Verfahren werden nur im nur im Bedarfsfall angeregt. Zusätzliche Budgetausgaben und außergewöhnliche Aktivitäten müssen von einer Plenarversammlung des Wildlife Protection Committees bewilligt werden. Der FBC-Vorsitzende wird vom Wildlife Protection Committee gewählt. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehört die umfassende Überwachung der FBC und die Koordinierung all ihrer Aktivitäten mit den verantwortlichen US-Kabinettsmitgliedern. Die FBC hat die finanzielle Aufsicht über die National Animal Protection Community. Oh, auch eine Community. Cool. Alle Mitglieder der National Animal Protection Community sind berechtigt, vom Vorsitzenden, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und dem Direktor für den Nationalen Nachrichtendienst Hilfe zu beantragen. Der Vorsitzende. Hey, du da. Vorsitzende. Geil. Der Vorsitzende hat jedoch das letzte Wort in allen Fragen zur nationalen biologischen Sicherheit. Das Dokument war jetzt total nutzlos. Aber total nutzlos. Oh, Alter. Willst du Stress, Problem hier? Komm, hä? Brauchst du noch mehr oder wie? Hä? Verkribbel dich. Blöder Idiot. So, sonst waren wir, glaube ich, überall. Gehen wir hier gucken. Hallo. Klopf, klopf. Der Parker ist da. So, bisher alles sauber und rein. Naja, wohl eher weniger sauber und weniger rein, aber dafür die Luft ist rein. So, was haben wir hier? Oh, ein bisschen Pistolenmunition. Ja, danke schön. Danke schön. Chakal. Munition und was haben wir hier noch? Nix. So, ich glaube, das war's. Und was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. Ist auch klar, der ist 103 Jahre alt. Er muss General Morgan Paroli bieten. Das sehe ich auch so. Ich muss gleich lesen. Kleinen Moment. In der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Uiuiui, wo kam das jetzt her? Boah. Es tut mir leid, es passiert mir jedes Mal. Kaum will ich aufnehmen, habe ich hier einen großen Anfall. Hatschu, 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 hatschu. Sorry, habe ich dich angesprochen? Das war voll nicht meine Absicht, mein Interessenskonflikt zu erden. Tut mir leid. Hier nichts. Also runter ist schon mal falsch. Ah ja, stimmt. Wir müssen ja aufs Dach. Gehen wir aufs Dach. Kuckuck. Der Aufzug ist im sechsten Stock. Schnell. Hier? Ich muss in den sechsten Stock. Ich habe keine Zeit für Einkaufsbummel. Oh, huch. Die machen wir mal lieber nicht auf. Hier, der sechste Stock. Wir sind angekommen. Hallo? Also hier ist nichts. Nichts. Oh, huhu. Hier. Hier hat es ein bisschen was. Cool, das nehmen wir doch. Ich habe nicht mal genug, um ein Magazin nachzuladen. Das ist wow. Und hier hat es auch nichts. Ey, hallo? Wollt ihr mich verkackeuern hier, oder wie? So, helft mir mal rüber. Hi. Nein. Zack. Voll ins Gesicht gezogen. Wo ist er hin? Ah, da, okay. Er löst sich auf, ist alles in Ordnung. So, ich bin voll. Mit Heilung und so. Und er hat noch mehrere von denen. Schleier uns mal hier hin. Kann ich irgendwie in Deckung gehen? Nein, kann ich nicht. Hallo. Mach mal auf hier. Genau das, was ich brauche. So, jetzt müssen wir gucken. Jessica, wie gehen wir am besten vor? Einmal nach vorne und Feuer. Oh, warte. Ich muss. Genau, danke. Peng, in Popo.
Oh, das war Volltreffer. Geil. So, gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden, was wir mitnehmen können. Ich glaube zwar nicht wirklich viel, aber besser, wir haben geguckt, als wenn wir was ausgelassen haben. Komm schon. Komm schon. Okay. Nice. Macht's gut. Aha. Aha, hier können wir nicht drüber. Ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Nee, nee, nix Sackgasse, nix Sackgasse. Komm, folge mir, ich sehe den Weg. Hallo? Kommen die jetzt noch, oder wie? Hier können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Kann ich das auch irgendwie abbrechen? Nein, kann ich nicht. Jessica, schnell! Oh, mach schon. Oh, damit. Okay, wir sagen jetzt niemandem, dass wir schon längst in Stücke gerissen werden. Kleine Bastarde! Hoffentlich hält sie das auf! Nein, ich glaube nicht. So. Oh, cool. Wir glauben noch alles zusammen, was wir können. Ich weiß ja nicht, ich befürchte, gleich geht hier richtig die Party ab. Oh ja, bei so viel Munition, da wird irgendwas Schreckliches kommen. So, Kraut, ich kann mich wieder heilen, noch aufnehmen. Gut, das passt doch schon mal. Hier ist der Aufzug, okay. Ich guck mal eben noch, was ich noch so alles einstecken kann. Nö, ja, hier, ja, ja, oh, 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 oh. Ja, und nein. So, bist du bereit? Ich nehme dich total nicht, nein. So, komm schon. Komm schon. Irgendwie befürchte ich, dass die aus allen Ecken kommen können. Darum, ich habe eine kleine Idee. Ich gehe hier an den Eingang. Ich gehe hier an den Eingang zurück. Aber ich glaube, hier kommen sie nicht. Weg. Weg. Ah, verdammt. Weg und weg und weg. Weg jetzt und. Nein. Okay, einen habe ich noch getroffen. Oder zwei. So, tschüss. Komm mal her. Brauchst du noch mehr? Komm, hier. Kannst du haben. Boom. So, und jetzt war's das. Oh, nee, ich höre sie kommen. Hier, frisch Granate. Noch mehr. Ich habe keine mehr. Oh, läuft doch. Geht doch. Alles locker, easy hier. Hallo. Ich kann sogar mitten ins Getümmel gehen. Bam, bam. Gut, Junge. Ciao. Der nächste bitte. Oh. Sorry, das wollte ich nicht. Alles klar? Oh. Au, okay, jetzt reicht's. Au. Messer ich jetzt zu Hackfleisch. Oh, oder er mich. Komm her. Oh, na warte. Ich habe gesagt, ich messer dich. Jetzt messer ich dich. Ob du willst oder nicht, du wirst gemessert. Fühle dich gemessert. Aua. So, hier. Hast jetzt endlich. Jetzt reicht's. Na. Seht ihr, ich habe ihn gemessert. Habt ihr das gesehen? Habt ihr nicht hingeguckt? Ich habe ihn gemessert. So, muss ich mal eben schnell. Oh, Aufzug ist da! Nein! Oh, weißt du was? Jetzt reicht's mir aber. Könnt ihr euch bitte beruhigen? Das ist nämlich ein bisschen hier umst. Au. Sorry, ich wollte nur mal eben kurz hier das Kraut eigentlich einsammeln. Oh mein Gott. Donnerlittchen. Toll, hätte ich genauso gut da hinten bleiben können. So. Verzieht euch jetzt hier. Mein Apartment. Oh. Halt. Geiler Move, Kleines. So, war's das jetzt?
Nein, da kommen noch mehr. Nein, da kommen noch mehr. Zurück, zurück. Verzieh dich. Nein. Was soll jetzt raus hier? Oh. Oh, ich stehe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh Gott. Keine Ahnung wie lange, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, bitte sag, dass das jetzt alle waren. Ich habe nicht mehr die Kraft, noch mehr alle zu machen. Ich höre nichts mehr. Oh, Parker ist ganz schön ramponiert hier. Hoi, 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 hoi. So. So, jetzt komm. Rein da. Wir, geh mal weg. Geh weg da. Hast du per Zufall noch ein Kraut für mich übrig? Vielleicht so ein kleines Zipfelchen? Was ich so, so oh, schniefen kann? Puh, ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, ja, läuft noch. Okay. Oh. Aber das war verrückt. Ich das war glauben, verrückt. Dass morgen die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja. Von der Erdoberfläche gefaked. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Ja, sieht ganz danach aus. Und unser Fahrstuhl? Er macht auch nicht vorwärts. Oder? Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Ja, ja, das wird schon. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Hoffentlich geht die Alte drauf. Die will nur Kohle von mir. Oh, wie Parker. Atmen. Beeilung, wir müssen los. Ja, ich okay, komme. Ich komme zuerst. Die da halt alte, verletzte, gebrechliche Männer zuerst. Ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. So, es tut mir leid, ich habe diese Folge total überzogen. Es, ja, tut mir leid, 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 tut mir leid. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit dem Kapitel durch. Speicher mache ich dann gleich noch. Hoch die Hände, Folgenende. Ich will unter 40 Minuten noch beenden. Darum, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss und ciao.